Hallo, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Post bekommen. Ich war vorhin dunkel, weil ich mir schon gedacht habe, dass es angekommen ist. Und zwar habe ich Post vom Tom bekommen, von Basteltraum. Ich habe mir zwei Sachen aus dem neuen Lanfon Release bestellt. Ich bereue es mittlerweile schon, dass ich mir nicht mehr habe bestellt, weil es einfach mega tolle Sachen dabei hat. Aber die zwei haben auf jeden Fall mit müssen. Und den Rest kann ich mir einfach noch nachher bestellen. Und zwar ist zum einen die herzige Staffelei mit dem süßen kleinen Stühli. Und ja, ich würde mal sagen, eine ganz normale 0815 Stanze. Das Quadrat mit einem gesetzten Rand, das aber natürlich die Leinwand soll darstellen. Genau, das ist das eine. Heisst Canvas and Easel. Und das andere sind natürlich die ganzen Utensilien, die man ja braucht zum Malen. Und zwar haben wir hier Pinsel, wir haben ein Gläschen für Wasser drin oder für Farbe drin, whatever. Wir haben eine Palette, eine Farbtube und ganz herzige, verschiedene grosse oder verschiedene kleine Farbkleckse. Ja, ich habe das Zeug ausgepackt und dachte, ich muss sofort ein ganz kurzes Video für euch, mit euch machen, wie ich aus diesen zwei Sätzen ein hübsches Kärtchen mache, aber nicht irgendein Kärtchen, sondern das hübsche hier. Kuvert, ganz normal, selber gemacht. Und wenn wir es auftun, tada! Eine hübsche Mini-Staffelei, die man aufstellen kann. Und innen Platz hat zum Schreiben. Ist nicht mega cool? Ich habe Weltsfreude. Ich habe wirklich Weltsfreude. Und die einen oder anderen werden den Stempel kennen. Vor allem die, die mich letztes Mal geschaut haben. Ja. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich dachte, ich nehme euch mit und zeige euch, wie das funktioniert. Das ist nämlich gar nicht so schwierig. Es braucht gerade ein bisschen Zeit, weil man viel ausstanzen muss. Aber eigentlich ist das ganz fix gemacht. Ja. Seid gespannt? Ja, als erstes, die meisten von euch werden es kennen, müssen wir natürlich die Stanze zuerst mal auseinandernehmen. Und einfach als kleiner Tipp für euch, wenn ihr das Zeug voneinander knipset, nehmt nicht immer irgendein altes Tela oder einen alten Hoodoo oder irgendein alten Bits Stoff, whatever. Einfach irgendetwas, damit die ganzen Zwischenverbindungen da nicht irgendwo rumliegen und rumfliegen. Weil, ja, natürlich ist mir alles selber auch schon passiert, es gibt nichts Schlimmeres als so hässliche kleine Metallbitzel, die dann in euren Finger oder wo auch immer bleiben stecken. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gerade wieder. So, nachdem wir die alle voneinander getrennt haben, respektive die kleinen Kleckschen habe ich jetzt mal zusammengelassen, einfach weil ich denke, dass das gäbiger ist. Aber den Rest habe ich von angenommen. Und nachdem wir das gemacht haben, könnt ihr die kleinen Sachen mal noch auf die Seite tun, weil wir starten jetzt den Hocker auch sicher mal mit dem Grundgerüst von Karten. Es geht ja darum, dass wir in dem Sinne keine normale Kartenrolling haben, sondern dass das unser Rolling wird. Und wie ihr mich kennt, ich finde es wieder mal toll, weil man hier einfach ganz viele Reste brauchen kann. Und wie ihr mich kennt, ich habe immer ganz viele Reste. Dir sicher auch. Ich gebe mir besonders viel. Von dem her, nehmt noch ein paar Restpapier, die ihr könnt brauchen für das Ganze. Ich habe mich bewusst auch für... Also ich brauche ja primär eigentlich immer strukturiertes Papier. Und ich habe mich jetzt ganz bewusst auch bei Leinwand für ein strukturiertes Papier entschieden. Auch wenn ich mir gleich müssen überlegen, wie ich die ganze Sache koloriere. Weil ich hätte natürlich gerne mit Alkoholmarker, aber das ist ja nicht auf dem normalen Papier. Aber ich habe einfach die, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich habe einfach die Struktur behalten von diesem Papier, weil das natürlich perfekt ist für die typische Leinwandoptik. Weil das halt wirklich so die typische Canvas-Struktur hat. Darum habe ich mich halt für ein anderes Medium entschieden, in dem Fall für Farbstifte. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal. Wir stanzen mal alles aus, was wir brauchen. Für eine Karte Rolling soweit. Und dann sehen wir uns gerade wieder zum Zusammenbauen. Welcome back, ich habe ausgestanzt. Und zwar habe ich 2, 4, 6 Mal die Staffelei ausgestanzt.
Dann habe ich ganze 8-mal den Canvas in strukturiert und noch 2-mal in glattem Papier. Die zwei Glatten sind dann für innen für dort, wo man draufschreiben kann. Da ist das Strukturierte in der Tat nicht ganz so geeignet. Also dann nehme ich lieber glattes Papier. Wenn ihr euch fragt, warum ich das Ganze so manchmal ausgestanzt, weil es einfach schöner ist. Cathy Silski sagt doch immer, Dimension is life. Und ja, ich kann dem absolut zustimmen. Ich habe es einfach auch lieber, wenn ich 2, 3, 4 gleiche Sachen aufeinander klebe, weil es einfach haptisch schöner ist. Es ist, wohl bemerkt, auch stabiler. Also ich mache es ganz oft auch wegen dem. Und jetzt geht hier, wo wir gleich nur so eine dünne Staffelei haben, und das ist unser Kartenrolling und wir wollen ja, dass es steht, klebe ich natürlich gerne 2, 3 Schichten aufeinander, damit es einfach auch besser hat. Also, was ihr jetzt könnt machen könnt, ist, dass ihr ein Glatz auf ein strukturiertes klebt, ein zweites Mal ein Glatz auf ein strukturiertes klebt, dann zweimal ein strukturiertes aufeinander klebt. Das gibt die Rückseite. Und für die Vorderseite habe ich tatsächlich 4 Stück, die ich aufeinander klebe. Ihr könnt natürlich für die unteren auch anderes Papier nehmen, dickes Papier. Ich habe jetzt einfach das da gehabt, darum habe ich jetzt die Reste gebraucht. Dann klebe ich tatsächlich 4 aufeinander. Einfach, weil ich auch ein bisschen den dicken Canvas wollte imitieren, weil die haben ja meistens auch einen Rand, einen breiteren oder einen dünneren. Aber auf jeden Fall, dass es möglichst realistisch aussieht. Jetzt, bevor ihr aber die 4 hier zusammenklebt für die Vorderseite, dort unbedingt den vordersten bestempeln mit diesen tollen Stempeln oder welchem Stempel auch immer das ihr wollt. Ich habe die noch nicht gebraucht. Ich habe die ja so gefannet und gehypt in meinem letzten Haul und ich habe sie wirklich, ich brauche sie heute zum ersten Mal, aber ich denke, das wäre doch perfekt, weil es wirklich aussieht, als würde da irgendein Kind das herkraxeln auf der Leinwand. Und darum eben, bevor ihr das alles zusammenklebt, tue es doch kurz die Stempel näher zusammenkleben. Oder die könnt ihr so stempeln und anmalen. Ich glaube, ich mache es so und am Schluss erst zusammenkleben. Aber ich würde sagen, den Rest können wir doch gleich auf einmal machen. Jetzt für die Vorderseite. Also für einen Vorderteil von der Staffelei könnt ihr gut mal einfach 3 Schichten zusammenkleben. Jetzt haben wir einen strukturierten Cardstock, damit es auch schön ist, wenn man es aufklappt. Empfehle ich euch, die hintere Seite verkehrt drauf zu tun, dass einfach von beiden Seiten eine strukturierte Seite zu sehen ist. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich meine. Aber dass ihr dann wirklich von beiden Seiten eigentlich eine schöne Seite habt. So, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die anderen vornehmen. Und wir müssen ja Kartenrolling immer aufklappen. Das heisst, wir können bei 2 den Oberteil wegschneiden. Und beim dritten können wir, zeige ich euch das am besten, können wir eigentlich genau hier unterhalb vom oberen Holzstück da, können wir die 3 Holzdinger falzen. Also wirklich, dass es schön hier unten durchgeht. Ich mache es mit meinem Falzbrett. So, und dann solltet ihr das eigentlich schön können umklappen. Da wir halt noch 2 weitere Schichten drauf kleben, haben wir sie abgeschnitten, weil es macht nicht Sinn, 3 Schichten aufeinander zu kleben und dann wollen zu falten. Das geht wie nicht, weil es einfach wie zu dick ist. Darum machen wir das tatsächlich nur bei einer Schicht und die anderen kleben wir dann entsprechend unter dran. Hinter dran. Genau. Ich würde noch empfehlen, eine hinter dran zu kleben, eine Schicht und eine vor dran. Dass ihr quasi die ihr umklappt, im Sandwich habt. Also, jetzt könnt ihr im Prinzip hier auf das Teil, das man umklappen kann, Leim drauf tun oder doppelseitiges Klebe. In meinem Fall klatsche ich glaube einfach beides drauf. Und zwar hier mein ganz dünnes, weil das ist dann wieder das einzige Verbindungsstück, das wir haben und da sind wir froh, wenn das wirklich gut hat.
So, schaut, dass ihr schön parallel aufeinander oben habt. Und wenn ihr das gut angedrückt habt und es gibt ein Moment zum Antrocknen, solltet ihr das im Prinzip aufklappen können. Perfekt. Und auch aufstellen, sodass es hat. Ja, Silpi. So. Und auf die Front stempeln wir jetzt. Stempeln. So, wenn ihr euch entschieden habt, könnt ihr das Ganze stempeln. Und ich habe jetzt hier drauf geschaut, es soll ja den Anschein machen, als wäre man gerade am Malen. Darum stemple ich natürlich nicht den ganzen Stempel, sondern lasse noch etwas vom Rössli weg. Ich werde jetzt nicht das Gesicht weglassen, das brauche ich eigentlich auch nicht. Darum lasse ich hier einen Teil vom Popo weg und stemple es einfach nicht ganz. Ihr seht, manchmal passieren immer Fehler. Ich habe mit den Fingern gedrückt, habe zu fest gedrückt, darum haben wir jetzt den unschönen Rand. Darum stand sie jetzt einfach nochmal eins aus und stempel es nochmal neu. Und dann sehen wir uns dann gerade wieder. Ja, meine Lieben, ich habe das Ganze gestempelt, habe es koloriert. Wie ihr seht, das Viertel ganz bewusst nicht, weil es ist ja noch nicht ganz fertig. Was ich habe gemacht, also ihr seht, es ist natürlich cool, weil die Struktur des Papiers wirklich an das Leinwandähnliche erinnert, weil es auch nicht überall die Farbe annimmt, weil es natürlich höhere und tiefere Stellen gibt durch die Struktur. Was ich echt cool finde. Was ich gemacht habe, dass ich am Schluss, als ich koloriert habe, die Linie nochmal mit einem Feinliner nachgefahren habe. Warum? Ich habe die zwei Sets gebraucht zum Kolorieren und das Ding ist, sobald man natürlich mit Farbstiften noch je nach Beschaffenheit über Stempelfarbe geht, gibt es halt so einen leicht milchigen Touch. Oder das Schwarz ist halt einfach nicht mehr schwarz-schwarz. Nicht mehr so tief schwarz. Und darum bin ich dann an dieser Stelle einfach nochmal mit einem Feinliner drüber. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, und jetzt haben wir das. Und dann könnt ihr das noch auf euer Dreier-Ding hier, das ihr schon zusammengeklebt drauf tun. Und dann können wir das eigentlich dann alles schon fast zusammenkleben und es dann noch an Details machen. Ja, und dann könnt ihr im Prinzip eure Staffelei nehmen und das draufkleben. Jetzt deckt sie eigentlich die ganzen drei Holzdinger hier ab. Von dem her tut ihr am gescheitsten nicht auf die Leinwandleim drauf, sondern direkt hier auf die. Ihr könnt auch irgendeinen Acrylblock nehmen und den drauflegen, damit es gut antrocknen kann. Und wenn ihr das habt, könnt ihr es umkehren und eines von denen nehmen, wo wir die glatte Oberfläche haben und entsprechend schön passend da drauf kleben. Und wenn ihr das habt, könnt ihr im Prinzip hinter genau das gleiche machen. Innen noch einmal das mit der flachen Seite und auf der Rückseite nochmal das mit der strukturierten Seite. Ihr seht, es wird natürlich relativ dick. Wie gesagt, das ist wirklich Geschmackssache. Schaut einfach, dass ihr so zusammenklebt, dass ihr es immer noch zusammenklappen könnt, damit ihr so in einem Kuvert könnt verschicken könnt. Respektive, wenn ihr so einfach jemandem so übergebt und es nicht ganz zusammenklappbar ist, ist ja das auch nicht tragisch. So, und wenn ihr das alles zusammengeklebt habt, dann habt ihr eure tolle Staffelei, die von hinten wie von vorne wie von innen toll aussieht. Hier habt ihr Platz zum Schreiben. Hinterauf könnt ihr euer Logo drauf tun oder auch noch schreiben, whatever. Und vorne haben wir unser tolles Bild. Jetzt würde ich aber sagen, ist das noch nicht ganz komplett, weil wir ja noch die ganzen tollen Accessoires haben, die ich natürlich unbedingt auch noch dazu nehmen möchte. Das könnt ihr selber für euch machen. Ich mache es jetzt auch heute für mich. Ich kramme mir noch mehr Papierreste vor, stanzen mir da noch ein paar tolle Sachen aus und dann sehen wir uns gerade wieder. Ja, ich habe mein Kärtchen jetzt noch schön dekoriert und ich wollte noch schnell zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich meine beiden Pinsel ausgestanzt und die unterschiedlich eingefärbt. Der eine, der hier gerade im Pinsel ist, mit braun, der andere hier mit grün vom Gras noch, der gerade am Auswaschen ist. Das Gläschen habe ich mit Vellum ausgestanzt, zweimal.
damit es von hinten und von vorne einigermaßen schön aussieht. Das Blaue habe ich einfach mit einem Alkoholmarker heute drin gemalt, den Pinsel quasi dazwischen geklemmt, also wie ein Sandwich. Die Stühle, da hatte ich noch so einen coolen Rest, das sieht aus, als wäre da noch überall Farbkleckser. Ihr könntet im Prinzip ja auch die Staffelei so machen, dass ihr es noch besprenkelt, damit überall noch ein bisschen Farbreste sind. Einfach damit es realistischer aussieht. Und hier noch die coole Farbtube. Da habe ich auch, wie bei den Pinseln, mit holographischem Cardstock gearbeitet. Habe das auch von vorne und von hinten so gemacht, damit es schön aussieht. Und hier einfach noch grün dran, da, damit es eine grüne Farbtube ist. Ja, das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe eigentlich schon mein Logo noch drauf da und meine Etikette. Die war natürlich zu lang gewesen, aber ich habe mir einfach beholfen und sie mit dem ausgestanzt. Der passt perfekt her und gibt ein schönes Gesamtbild, finde ich. Ja, das ist mein Kärtchen. Ihr seht, es steht wunderbar. Ich kann es aber auch flach zusammendrücken und in ein Kuvert tun. Das Kuvert habe ich jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht seht ihr es beim Einspieler noch, vielleicht habe ich es dann schon gemacht. Auf jeden Fall, merci vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Ihr seht, seid kreativ. Schaut, was ihr verstanden habt. Macht auch mal unkonventionelle Kartenrohlinge. Ich habe das auch gerne für meinen Teil. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Natürlich, die zwei Sachen, die ich brauche, sind unter der Infobox verlinkt. Leute, sorry, ich kann nicht reden. Ich habe die Infobox gerade als Infobox betitelt. Ja, die Produkte, die ich brauche, sind unter der Infobox verlinkt. Für die es interessiert. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Bleibt kreativ und bis dann. Tschüss!